Willkommen zu einer neuen Folge des 3DS Max Tutorial. Heute geht es darum, den Rest an Grundlagenwissen außer den Texturen vermitteln und dann mal schauen, ob die Zeit noch reicht, auf die Texturen zu kommen. Ich habe mir ein bisschen was aufgeschrieben diesmal, dass wir ein bisschen Plan haben und dann gleich auch mal, wie gesagt, das, was noch fehlt, was noch wichtig ist, gleich mal abhandeln. Der Punkt 1, der wichtig ist und den wir unbedingt brauchen und der sehr, sehr schön ist, sind die Splines. Das heißt also, wir klicken hier bei dem Reiter Create, bei dem ersten Reiter, auf Shape und haben dann hier gleich die Splines ausgewählt, nehmen dann die Line und gucken aber, dass wir bei Drag Type Corner einstellen. Man könnte auch Bezier einstellen, das ist aber nicht ganz so gut aus dem Grund, dass dann sehr, sehr viele Punkte erstellt werden, die wir gar nicht wollen. Deswegen klicken wir jetzt einfach mal hier eine lustige Form zusammen. Das heißt logischerweise mit Linksklick in am besten die Top-Ansicht, wenn man das eigentlich für zum Beispiel Verkehrsinseln nutzt, macht sich dafür die Top-Ansicht gut. Klicken wir halt ein paar Punkte zusammen und klicken dann auf den ersten Punkt wieder und schließen damit den Spline. So, jetzt haben wir eine Form, die hat jetzt keinen wirklichen visualisierten Effekt. Man sieht ja wirklich nur die Outline. Deswegen geht man dann in den zweiten Reiter Modify und jetzt kommen wir mal zu den Modifizierungen in der Modifiziererliste, die ist ja hier. Und da können wir jetzt den Modifizierer Extrude auswählen und das Ganze extrudieren. Bestenfalls nehmen wir zum Beispiel den Wert 0,15, Enter. Und dann werde ich auch noch gleich ein bisschen was zu erzählen. Geht man Rechtsklick in den Stapel und geht auf Collapse All. Ja, und dann hat man ein editierbares Mesh. Daraus kann man jetzt zum Beispiel wieder ein editierbares Poly machen und kann dann logischerweise die Punkte, die man hat, ein bisschen rum und num verschieben, wie man das gerne hätte. Die Punkte einzeln kann man auch verschieben, bevor man das extrudiert. Das heißt, wenn wir das Ganze löschen, nochmal etwas Ähnliches anlegen. So ein schönes Dreieck. Und dann wieder in den Modifizierreiter gehen. Dann können wir ja natürlich auch die Vertex auswählen. Nehmen wir den und können den rum verschieben. Also, das sind so die Grundfunktionen von Splines. Wichtig ist noch, dass man hier sieht auch, wenn man das Ganze wieder extrudiert. Das Ganze ist ein Polygon, also pro Seite natürlich. Es gibt ja die Oberseite, Unterseite und dann die jeweilig abhängig von der Anzahl der Punkte. So viele Seiten gibt es dann auch noch. Aber auf jeden Fall sind es immer nur ein Poly. Wichtig dabei zu wissen ist, dass man halt weniger Punkte verwendet, weil Lotus zerschneidet das Ganze dann natürlich in Dreiecke. Hier ist es natürlich ein Dreieck, deswegen passt es nicht ganz so gut. Aber vorher die Form, die würde in Dreiecke zerschnitten werden. Und demnach muss man schauen, dass halt die Polygonangabe, die dann hier in 3DS Max steht, wenn man Splines verwendet, nicht die Polygonangabe ist, die man dann auch in Lotus hat. Jetzt aber weiter im Takt. Da möchte ich kurz das Thema Pivotpunkt erklären. Und zwar ist der Pivotpunkt der feste Punkt im Weltall für jedes Objekt. Um das ganz grob zu erklären. Falls sich jemand nicht vorstellen kann, was ich jetzt damit meine, erstelle ich kurz eine Box und zeige mir den Pivotpunkt an. Der Pivotpunkt ist quasi der Punkt aktuell in der Mitte mit Höhe 0, aber ansonsten in der Mitte des Objekts. Und den können wir dann verschieben, wie wir es gerne hätten. Das heißt, also, wenn wir hier Stellen haben, Effekt Pivot Only, dann können wir jetzt hier den dahin verschieben. Oder wir können natürlich auch die Werte verwenden. Also wenn wir jetzt hier 0 und 0 eingeben, dann ist der in der Mitte der Welt, aber wie man sieht, nicht in der Mitte des Objekts. Quasi ist der Pivotpunkt auch der Punkt, an dem euer Objekt dann in OMSI angefasst wird. Das heißt also, ihr erstellt einen größeren Bahnhof und setzt dann den Pivotpunkt weiter außen hin. Wenn ihr dann mit Linksklick ein Objekt in OMSI, Lotus, wie auch immer setzt, dann habt ihr halt an dem Mauszeiger den Pivotpunkt. Auch wichtig zu dem Pivotpunkt ist zu wissen, dass um den Pivotpunkt die Rotation geschieht. Und was der Pivotpunkt noch für Sachen bewirkt, das zeige ich euch gleich. Aber erstmal setzen wir den wieder zu dem Mittelpunkt des Objekts zurück und diesmal wirklich zu dem Mittelpunkt. Das heißt, man sieht hier, der ist es direkt in der Mitte, wenn wir Center to Object drücken. Um noch weitere Sachen zu dem Pivotpunkt zu demonstrieren, bauen wir mal diese Box hier um. Die ist dann nämlich 100 lang und 20 breit, vielleicht auch nur 20 hoch. Und das Wichtige ist, sie besitzt 10 Längensegmente. Dann verschieben wir die mal in die Mitte. Und man sieht schon, der Pivot ist noch auf der alten Position und hat sich durch die Veränderung der Proportion des Objekts nicht angepasst. Demnach gehen wir wieder
auf den dritten Reiter, gehen auf Effect Pivot Only und können den jetzt wieder auf 0 setzen. So, jetzt ist er wieder auf dem Boden der Tatsachen zurück. Und nun möchte ich noch kurz auf die Modifizierer eingehen. Wie gesagt, man hat hier so eine große Liste. Aus der großen Liste haben wir 4 Modifizierer rausgenommen. Die für die eine Schnellauswahl. Das heißt also, wir nutzen jetzt mal den Modifizierer Band. So, da können wir jetzt diverse Sachen eingeben. Geben wir zum Beispiel mal 30 und bestätigen das mit Enter. Und klicken dann auf Y. Und dann sehen wir, dass die ganze Sache gebogen wird. Das heißt, so könnte man in der Theorie gleichmäßig gebogene Straßenstücken darstellen. Nun macht man das wahrscheinlich meistens mit Splines, aber falls man eine Kreuzung erstellen möchte, dann könnte man das hiermit tun. So, jetzt wollen wir das aber ja gar nicht, dass der Pivot, also dass das über den Mittelpunkt gebogen wird, sondern wir möchten zum Beispiel, wenn wir jetzt den Modifizierer wieder löschen, möchten wir den Pivotpunkt an das untere Ende des Objekts rücken und demnach, wenn wir das ans untere Ende des Objekts gerückt haben, können wir jetzt mit der Funktion Bend, wenn wir dieselben Werte einstellen, ein anderes Ergebnis erzielen. Das sieht dann so aus und somit hat man dann abhängig von dem Pivot ein unterschiedliches Ergebnis. Nun möchte ich noch kurz was zu dem Stapel, den man hier hat, auf der rechten Seite loswerden. Und zwar werden hier alle Modifizierer aufeinander gestapelt. Das heißt, ich kann hier wild rumklicken und mir 50 Modifizierer zusammenbauen. Die bauen dann aufeinander auf. Das heißt also, wenn ich einen lösche, hat das einen unterschiedlichen Effekt auf spätere Modifizierer. Demnach gibt es aber natürlich auch andersrum, dass man später diverse Sachen spezifizieren kann mit den Modifizierern. Je nachdem, wie man das gerade braucht, kann man dieses System halt auch nutzen. Wichtig dabei ist zu wissen, wie man das Ganze wieder wegbekommt. Und zwar, um Änderungen, die man mithilfe der Modifizierer ausführt, wieder dem Objekt zuzuweisen, da muss man dann in den Stapel klicken und dann auf Collapse All und dann das Ganze mit Yes bestätigen. Und schon sieht das Ganze wieder normal aus, nennen wir es mal. Das heißt also, der Stapel ist zusammengefallen, deswegen heißt es auch Collapse. Und es wurden alle Änderungen angebracht. Dann möchte ich noch kurz auf die Menüleiste eingehen. Hier gibt es noch einige versteckte Sachen, die noch ganz interessant sind. Zum einen gibt es hier das Tool Mirror. Also wenn man auf Tools klickt und dann Mirror auswählt, dann kann man das Ganze hier spiegeln. Jetzt sieht man natürlich anhand der des entsprechenden Pivotpunkts, das natürlich wieder um den Pivotpunkt gespiegelt wird. Und man kann natürlich auch mehrere Achsen gleichzeitig auswählen. Also spiegeln wir nur eine Achse, ganz wichtig. Klicken OK. Und jetzt ist das Objekt halt unterhalb des Nullpunkts. Nun schauen wir uns das Ganze mal an. Dazu zu dem Render-Screen komme ich gleich. Ich möchte nur kurz erklären, was jetzt hier gleich passieren wird. Und zwar, man merke sich diese Ansicht, gehe nun auf den letzten Rider, auf Utilities, gehe auf Reset X-Form, Reset Selected. Man muss nun wieder in den Modifizierreiter gehen, Collapse das Ganze und guckt das wieder an. Und jetzt sieht man, dass durch die Spiegelung die Polygone nach innen zeigen. Das ist wichtig. Das heißt, immer wenn man zum Beispiel die Spiegelung ausführt, dann muss man in jedem Fall wieder das Objekt zurücksetzen. Bedeutet, wir nehmen uns alle Polygone und flippen die. Übrigens sieht man jetzt hier die unterschiedlichen GUIs dadurch, dass wir hier eine Editable Mesh haben. Aber das findet man sich auch zurecht. Es sind ungefähr die gleichen Modifizierer auch hier unten aufgeführt. Jetzt gucken wir uns das Ganze wieder an und sehen, dass es wieder nach außen zeigt. Also das ist ganz wichtig, dass man, wenn man das Ganze spiegelt, auch wieder die Ausgangswerte zurücksetzt. Das ist das Geheimrezept, falls mal irgendwas etwas seltsam aussieht, dann kann man mal Reset X-Form probieren und macht dann halt das beschriebene Prozedere. Dann gibt es die Möglichkeit, die Objekte, die man hat, zu gruppieren. Das heißt also, wenn man eine Gruppe erstellt, was natürlich über Group und Group geht, dann kann man diese nicht komplett modifizieren. Also ich kann jetzt hier
Ja, könnte ich jetzt zum Beispiel ein Band drüberlegen, aber das bringt ja nichts. Deswegen, ja, das mit den Modifizierern über größere Gruppen ist es nicht so sinnvoll. Aber man kann natürlich dann diverse Objekte zugehörig zueinander machen und man kann hier Abhängigkeiten bei den Animationen noch einstellen. Und das kommt dann später mal, aber wie gesagt, die Funktion Group ist noch wichtig. Das soll es jetzt schon wieder für die heutige Folge gewesen sein. Da haben wir jetzt nicht die Texturierung geschafft, aber das kommt in der nächsten Folge und ja, dann hoffe ich, es hat gefallen und man sieht es beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss.